Hi Leute, heute geht's um den richtigen Platz. Deinen richtigen Platz in der Welt? Den richtigen Platz für alle Dinge in unserer Welt. Okay, und zwar. Hier. Auf der Welt geht es immer nur um Gleichgewicht. Es geht immer nur um den richtigen Platz. Steine sind zum Beispiel super, um ein Haus zu bauen, um eine Mauer zu bauen. Aber wenn Steine mitten auf der Straße liegen und du dagegen fährst mit deinem Auto, dann ist es nicht so gut. Alles hat einen richtigen Ort und einen Platz und ein Gleichgewicht in der Natur. So, also zum Beispiel ist es auch bei Pflanzen so. Also, wenn du einer Pflanze zu viel Wasser gibst, dann ertrinkt sie. Wenn du einer Pflanze zu wenig Wasser gibst, dann verdurstet sie. Und ganz spezifisch, je nach Art der Pflanze, braucht sie ein gewisses Gleichgewicht. So, also in der Natur, in unserer Welt hier, geht alles um Gleichgewicht. Und wenn das Gleichgewicht nicht stimmt, wenn der Ort nicht stimmt, dann ist es eben nicht von Vorteil oft. Je nachdem, was man auch machen möchte. Wir können uns bewusst dazu entscheiden, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun. Wir können uns bewusst dazu entscheiden, einen Stein auf eine Straße zu legen oder eine Straßensperre zu errichten, wenn das sinnvoll sein mag, in einem gewissen Zusammenhang. Und um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Beim Essen zum Beispiel. Jetzt sagen viele vielleicht, oh, und das isst du nicht und jenes isst du nicht. Das ist doch nicht giftig. Das ist doch nicht giftig. Aber der menschliche Körper ist vielleicht einfach nicht der richtige Platz dafür. Gift hat oft so einen negativen Beitouch. Und hier geht es nicht darum, dass was giftig ist. Beim Essen geht es zum Beispiel darum, wofür ist unser Körper geschaffen. Und unser Körper ist für gewisse Dinge einfach nicht geschaffen. Die sind dann artfremd. So, die probiert unser Körper wieder loszuwerden. Es müssen keine Gifte in dem Sinne sein, wie sie irgendjemand definiert. So, wenn man mal in die Natur schaut, dann ist das ein Tier, frisst nur Gras, zum Beispiel eine Kuh oder irgendwelche Kräuter. Aber die ist da in einem Spektrum, was sie isst, was sie verdauen kann, wofür der Organismus geschaffen ist, als Wiederkäuer. Andere Tiere, die essen nur Körner. So, und wieder andere Tiere, die essen Fleisch, zum Beispiel. Die haben einen ganz kurzen Darm, ganz kurzen Verdauungstrakt, sehr saures Milieu. Und wenn man jetzt was isst, dann sollte das auch im Gleichgewicht sein. Zu viel ist zu viel. So. Wie bei der Pflanze. Wenn du was isst, das beste Essen auf der Welt, kann zu viel des Guten sein. Wie bei einer Pflanze, die du zu viel gießt. So. Und die eine Pflanze, die braucht vielleicht mehr Wasser, die andere weniger Wasser. Je nachdem, vielleicht hat die eine Pflanze auch 10 Wochen kein Wasser bekommen, dann braucht die jetzt vielleicht ein bisschen dringender Wasser als eine, die gestern gegossen wurde. Und dementsprechend kommt es immer aufs Gleichgewicht an. Und unser Körper ist für eine frische, lebendige Nahrung gemacht, wie alle Körper auf dieser Welt.
Aids der Ernährung zum Beispiel. Du gewinnst ja nichts durch den Kochprozess. Es entstehen ja keine neuen Vitamine dadurch. Nur so als kleiner Denkanreiz. Durch den Kochprozess wird nichts gewonnen also. Und jedes Tier ernährt sich von lebendiger, frischer Nahrung. Und dafür war ursprünglich unser Körper geschaffen. So. Und wenn du jetzt vielleicht keine Hochleistung erbringen möchtest und irgendwie dumpf durch die Welt wandern möchtest, dann kannst du alles in dich reinstopfen. Nicht so wichtig, wirst vielleicht irgendwann krank. Irgendwann geht die Maschine vielleicht kaputt. Okay, kann man machen. Aber wenn man irgendwie effektiv arbeiten möchte und eine Leistung erbringen möchte, konzentriert sein möchte, dann sollte man seinen Körper optimal versorgen, wie bei einem Rennauto. So, du tankst nicht irgendein Billigöl in deinen Wagen. So, wenn das nur von der Oktanzahl oder was auch immer ein kleines bisschen abweicht, dann passt du da auf. So, aber was wir in unser Körper reinschütten, das sollte auch im Gleichgewicht sein und optimal sein. Und da ist es dann auch wieder so, dass mehr nicht immer besser ist wie bei einem Rennauto. Wenn der Tank voll ist, dann ist der Tank voll. Wenn du da weiter reingehst, dann läuft es nur über. Und es behindert einfach nur. Im Falle von einer Pflanze behindert es viel mehr. So, beim Auto läuft der Motor einfach über. Der Tank einfach über. Und beim Menschen oder bei der Pflanze, da läuft der Tank nicht einfach über, sondern das ist dann im System, wenn du es geschluckt hast, und dann muss der Körper wieder loswerden. Das heißt, es behindert deinen Körper viel mehr, wenn du auch zu viel des Guten isst. So, also mehr Nährstoffe und so weiter ist nicht immer besser. Es kommt immer aufs Gleichgewicht drauf an. Das solltest du immer bedenken. Und es ist nicht nur jetzt die Ernährung. Das ist ein Punkt, den ich mir gerade rausgegriffen habe. Es kommt immer auf den richtigen Platz, das richtige Verhältnis und das richtige Gleichgewicht an. Und wenn man sensibler wird mit dem Körper, weil man sich zum Beispiel besser ernährt, dann wird die Sicht klarer, der Verstand wird klarer und du kannst besser erkennen, was nötig ist, in welcher Proportion. Das wünsche ich dir und das war's dann auch in dem Video. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Macht's gut, Leute. Ciao.